Herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe ein Video gesehen, wo gezeigt wird, wenn der Schlüssel von innen steckt, also von hier, sagen wir jetzt mal, kann man die Tür denn mit einem anderen Schlüssel, mit einem weiteren öffnen? Wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Schlüssel also praktisch gerade ist. Das ist er jetzt auch. Und ich möchte gerne jetzt die Tür aufschließen. Das geht aber nicht, weil der Schlüssel hier nicht ganz reingeht. Die andere Seite hier blockiert. Okay, dann kann ich den Schlüssel reinstecken, lass den einen Zacken draußen stehen und schlag von hinten einfach mit einem Gegenstand da drauf. Dann kann man die Tür öffnen und schließen. Der Schlüssel ist gerade, das ist die Voraussetzung dazu. Manchmal reicht es auch, wenn ich den Schlüssel nehme und drücke ihn kräftig rein. Dann sollte es auch gehen. Und wenn der Schlüssel ein bisschen schräg steht, dann geht es dementsprechend nicht mehr. Also, der Schlüssel ist komplett gerade drin. Ich drücke hier mit dem Finger jetzt einfach mal drauf. Der Schlüssel geht auf der anderen Seite raus und ich kann schließen. Was ist, wenn der Schlüssel ein bisschen schräg steht? Haben wir eben auch schon gehabt. Ich stecke den Schlüssel rein und schlage drauf. Der sollte sich jetzt durch Vibration drehen. Das tut der aber nicht. Und zwar in diesem Video ist das so, da ist das Schloss verbaut und wir haben auch eine Tür, simulieren hier also praktisch die Tür. Der Zylinder vibriert nicht. Er ist richtig mit dieser Stulpschraube festgeschraubt und ich haue hier drauf. Ich habe hier einen Abus-Zylinder und das geht nicht. So, jetzt versuchen wir nochmal eben eine andere Variante. Der Schlüssel ist jetzt so ein bisschen schräg. Ich nehme nochmal den Gegenstand, hau da drauf. Es geht nicht. Gut, jetzt nehmen wir mal Metall. Klopfen wir noch ganz langsam. Ja, bewegt er sich, auch ganz leicht. Also er bewegt sich nicht. Wenn jetzt hier noch ein Schlüsselbund dran hängen würde, haben wir ein Problem, weil dann geht es überhaupt nicht. Ich habe aber trotzdem eine Methode gefunden, das zeige ich in einem anderen Video, wie man das trotzdem hinbekommt, dass man die Tür wieder aufbekommt. Ich habe jetzt hier einen ganz normalen Abus-Zylinder. In dem Video, was ich gesehen habe, wurde ein LK-Zylinder benutzt. Den werde ich mir noch besorgen und dann werde ich das ganze Experiment nochmal wiederholen. Also, Fazit ist, wenn der Schlüssel nicht gerade drin steckt, bekomme ich ihn nicht so raus. Das funktioniert nicht. Schlimmer wird es, wenn der noch über Kopf ist. Dann geht das Ganze überhaupt nicht. Gut, das ist jetzt mal hier eine Simulation in einer Tür. Das ist ein Türblatt, ein Teil davon, ist eingebaut, das Schloss ist fest verschraubt. Es ist alles fest, es wackelt nichts und man versucht jetzt das aufzumachen. Die Frage ist, geht es oder geht es nicht? Also bei diesem Abus-Zylinder geht es nicht. Wenn wir eben was anderes nochmal probieren. Wenn er nur ein bisschen schräg steht, ein bisschen schräg steht. Es geht nicht. Gut, das war es jetzt mal soweit von meiner Seite aus und dann
Machen wir noch ein weiteres Video, wo ich nochmal zeige, wie es dennoch funktioniert.